Heute ist es ziemlich ungewöhnlich draußen. Da hinten steht noch einer mit dem Transporter, der nach mir gekommen ist. Den sieht man gar nicht mehr. Selbst wenn ich vorne, das sind ja die getönten Scheiben hier, selbst wenn ich vorne rausgucke aus der richtigen Scheibe, sehe ich da nicht. Irgendwie habe ich heute keine irische Lust, keinen Antrieb, keine Ahnung. Ach. Ich werde noch ein bisschen Kaffee trinken. Vielleicht raffe ich mich dann auf und laufe noch mal eine Runde um den See. Beziehungsweise noch den nächsten Cache holen. Da ein Stück weiter als der, den ich mir gestern geholt habe, gibt es auch noch einen. Irgendwie habe ich so richtig faul. Beine hochlegt er heute. So richtig was Interessantes jetzt hast du gerade nie in der Umgebung. Gibt ein Gießereimuseum, was ich mir eventuell angeguckt hätte. Hat heute zu. Das gibt diesen ehemaligen Grenzbahnhof. Der hat heute zu. Dann könnte ich zum Dreiländereck, also Sachsen, Bayern oder drei Freistaatsstein ist da. Sachsen, Bayern und Thüringen haben sie einen Stein gesetzt, genau an der Grenze zwischen den drei Bundesländern. Das wäre mal eine kurze Wanderung. Aber irgendwie, keine Ahnung, heute bin ich faul. Bisschen Fernsehen, noch irgendeinen Film angucken. Wäre wohl dann besser mein Auto umparken und ans Ladegerät stellen. Und hier steht man doch gut, hier habe ich Internet, hier habe ich Strom. Zu essen haben wir genug da. Und eigentlich mal so richtig einen faulen Tag machen. Hier im Auto ist gemütlich, ist warm, geheizt. Und wenn ich mich jetzt hier in die Steckdose stecke, dann bleibt das auch dabei. Das werden wir machen. Eine Semmel habe ich auch noch, also ich habe auch noch morgen was zum Frühstücken. Notfalls habe ich auch noch Knäckebrot oder so eine Waffeln. Machen wir heute Faultag. Ich habe jetzt noch mal geguckt. Auch ein bisschen im weiteren Umkreis, also ich sag mal, was jetzt innerhalb einer Stunde ungefähr anzufahren wäre. Aber hier hat auch alles heute zu, was eventuell mich noch halbwegs interessiert hätte. Ich werde mich dann umparken, dass ich ja Strom habe. Und dann wäre ich eventuell noch mal die Cache-Runde laufen da oben am Video schneiden. Ich habe ja noch Haufen Videomaterial von meinem letzten Urlaub, wo ich ja noch nie mal ein neues machen. Aber das lasse ich dann für die regulären, das werde ich jetzt nie innerhalb der Woche jetzt hier hochladen. Weil was ich die Woche hochgeladen habe, das sind ja mehr oder weniger kurze Statusberichte. Hier habe ich mir auch keine Weise nie weiter Mühe gegeben. Hier habe ich gerade mal halbwegs ein bisschen, wenn ich Musik hinterlegt habe, ein bisschen Musiktaktung auf das Video gelegt, dass die Bildschnitte halbwegs flüssig aussehen. Ansonsten habe ich da ja nicht viel dran gemacht. Deswegen habe ich das jetzt auch geschafft, jeden Tag ein neues Video rauszubringen. Na gut, auch zwei Tage, sagen wir mal. Wobei das ja auch internetabhängig ist. Ich hatte jetzt, mein Internetvolumen ist alle, jetzt hatte ich mir für was kam das, 20 Euro knapp, da habe ich 3 Tage unbegrenztes Internet gehabt. Das läuft dann wieder aus. Aber davon abgesehen, hier habe ich ja noch. Hier haben wir ja freies Internet. Und vor allem auch normale Geschwindigkeit.
Das ist schon was wert. Bei dem Wetter treibt mich ja nichts unbedingt raus. Könnte man die Heizung mal wieder anmachen, es wird langsam warm. Aber mal sehen, vorher werde ich mich doch noch mal aufraffen und noch mal zumindest eine kleine Runde laufen. Na gut. Ich sehe dann noch ein paar Bilder von meiner Cash-Runde. Ansonsten war das alles für heute. Ciao. Dass ihr meinen Kanal abonnieren sollt, sage ich mal lieber nie, weil so besonders wird das Video jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Okay, dann ciao. Ja, ich habe vorhin schon ein bisschen Video geschnitten. Mittlerweile ist der Akku leer gegangen, deswegen habe ich jetzt umgeparkt und das Ladegerät an die Säule gehangen. Brauche ja nicht viel. Den Euro habe ich für einen Schluck Strom. Ich habe jetzt Fernseher und Rechner direkt ans Netz geschlossen und habe hier das Ladegerät laufen. Und da werde ich ein bisschen meine Aufbaubatterie laden. Ja gut, ich bloß ein kleines Ladegerät, das lädt bloß mit 8 Ampere. Gibt mir also gerade mal den Strom, den ich auch brauche. Und morgen forscher dann noch mal ein Stückchen. Aber heute machen wir absolut relaxen Tag. Gibt noch eine Banane, ein bisschen Joghurt habe ich noch dabei. Brot haben wir, Wurst haben wir, Brötchen haben wir, alles da. Kaffee haben wir. Aber der Nebel lichtet sich hier auf keinen Fall.
die totale Waschküche heute. Und ungemütlich. Also große Runde wird das heute nie. Wirklich bloß eine kleine Runde um den See und drei Kescherjungen. Und dann war es das. Hier waren wir gestern. Den muss ich mal suchen, wenn es trocken ist. Falls es mich mal wieder hierher verschlägt. Lass mal den. Der Cash nennt sich der Fürsterblick. Hier scheint nichts zu sein. Koordinaten gehen noch eher durch. Als nächstes kommt der Wurm von in ca. 300 Meter. Es tropft noch unheimlich viel Kondenswasser von den Bäumen. Regen ist das hier nie. Vogel dran glauben. Wurmfarn. Hat er auch den Cache gemeint genannt. 2 Meter. Nächste Cache heißt Fingerhut. Sind aber weit weg, 10 Meter sagt er. Hier haben wir die Rotbuche. Thank you.
hier was. Da vorne am See mache ich jetzt noch ein paar Fotos von meinem Schaf. Da kommt der Nebel wahrscheinlich besser zur Geltung als hier. Hübsche Runde sind wir gelaufen. Jetzt habe ich mir erstmal ein paar Kartoffeln in den Topf gelegt. Und gerade noch eine Zwiebel geschnitten. Ich habe ja Kräuterquark geholt. Und da kommen Zwiebeln, kann eigentlich ein Genuss drin sein. Zwiebeln gehen immer. Da werde ich mir jetzt den Quark mit Zwiebeln anrühren. Mit Salz und Pfeffer kommen auch noch rein. Und da gibt es heute Kartoffeln mit Quark und Leberwurst.